Ja, über die Konkurrenzen können wir eigentlich gar nicht meckern. Das Frauenspringen hatte richtig klasse und heute der Wettkampf war hochinteressant. Vielleicht nicht mit den ganz großen Weiten, aber mein Gott nochmal, Aktion und Reaktion, das hängt nun mal zusammen. Das ist richtig, aber am Ende geht es ja auch um die Punkte, nicht nur um die Weiten. Und nee, ja, das ist ein Ding, ja. Man muss ja nicht immer mit 108 und 106 Metern am Ende Weltmeister werden, man kann es ja auch mit knapp über 100 werden. Ja, und Weltmeister ist Anders Bardal geworden und da lagst du im Vorfeld schon nicht so ganz daneben. Denn wenn ich mich recht entsinne, ist der Name aus deinem Munde gekommen. Ja, genau, der ist gekommen. Dein Tipp ist geplatzt, aber ich hätte auch Manuel Fettner gesagt, denn der war im Training sehr stark. Aber bin also nicht ganz unzufrieden, dass ich auf Anders Bardal getippt habe. Ja, und du weißt, Selbstkritik ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich habe ja heute total daneben gelegen, weil Simon Amann und Fettner, auch Simi hat ja keine Rolle gespielt. Aber das ist nun mal Skispringen, heute so, morgen so. Auch Richard Freitag, von uns beiden hochgehandelt, macht keine Medaille oder springt in keinen Medaillenrang rein. Aber da war, glaube ich, auch selbst schuld. Ja, der zweite Sprung hat nicht so optimal gepasst. Ging schon oben los, ein bisschen kleinen, ja, nicht ganz sauber in den Flug reingekommen. Dann die Telemark-Landung nicht geschafft. Am Ende, ja, keine Medaille. Auch für Severin Freund leider nicht, der ja noch knapper dran war mit Platz 4. Gut, okay, aber bitte, dann sollen wir das positiv rausfiltern. Wir haben... Die Deutschen haben 3 Aktive unter den besten 10. Die Österreicher haben eine Medaille durch Gregor Schlierenzauer. Ja, Lilith, die Schweizer aus unserem Sprachraum, die waren noch nicht erfolgreich. Unter dem Strich war es aber ein schöner Wettkampf. Ja, definitiv. Und haben wir Peter Preutz schon gratuliert? Ja, noch nicht, oder? Ja, denn das ist wirklich die Überraschung. Zumindest aus meiner Sicht heute hat man nicht unbedingt auf dem Zettel. Und so gesehen auch für Slowenien ein absolut erfolgreicher Tag und das schon auf der kleinen Schanze. Das lässt natürlich für die Große einiges erahnen. Ja, die anderen ahnen aber auch, was möglich ist für sie und deshalb können wir jetzt schon einen Blick vorausschicken. Morgen erst nochmal auf der kleinen Schanze, da gibt es ja diesen Mix-Wettbewerb und da sind bestimmt 4 oder 5 Nationen, die Medaillenchancen sich ausrechnen, Ambitionen haben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Sie können es wie immer bei uns live verfolgen.